Moin Freunde, heute möchte ich mit euch über den Kratos-Skin sprechen, denn viele fragen sich ja, wann dieser Skin wieder zurückkommen wird. Einige von euch haben mich aber auch gefragt, warum eigentlich so unregelmäßig Videos kommen. Denn es ist ja schon so ein bisschen her, dass das letzte Video auf meinem Kanal hochgeladen wurde. Ich werde nur ganz kurz auf die Frage eingehen, denn ich habe viele coole Infos für euch am Start. Wie viele von euch ja wissen, studiere ich noch nebenbei und das hat in letzter Zeit einfach super viel Zeit in Anspruch genommen. Darüber hinaus brauchte ich auch einfach mal eine Auszeit von dem ganzen Social Media, denn ich kann es euch wirklich empfehlen, mal kein Social Media zu konsumieren. Außerdem hat sich in meinem Leben auch einiges verändert, da möchte ich euch in Zukunft auch ein bisschen mehr mit reinnehmen und deshalb seid da nicht verwundert, wenn das ein oder andere Video kommt, was für euch vielleicht dann sehr neu ist. Ich werde in Zukunft auch wieder mehr streamen, da kann ich dann nochmal ein bisschen mehr erzählen und auch, weil viele gefragt haben, werde ich wieder Skins verschenken, aber mehr dazu wird es dann in den nächsten Videos geben, deswegen bleibt dann auf jeden Fall dran, abonniert meinen Kanal, Glocke aktivieren, um dann nichts mehr zu verpassen. Um aber aufs eigentliche Thema zurückzukommen, der Kratos-Skin soll ja wieder zurückkehren, denn vor ein paar Wochen wurde der Kratos-Skin zu den Shop-Sections neu hinzugefügt, es wurden ein paar Veränderungen am Skin vorgenommen und daraufhin waren sich viele sicher, okay, der Skin wird wieder zurückkommen, weil warum sollten sie den Skin aktualisieren und den Skin dann wieder zu den Shop-Sections hinzufügen. Dann am 1. April, wie soll es auch anders sein, haben viele gesagt, hey, der Skin wird nicht wieder zurückkommen. Natürlich war das alles nur ein April-Scherz. Und dann haben einige gesagt, okay, der Skin kommt jetzt in den nächsten paar Tagen rein, bevor das größere Update dann in Fortnite hinzugefügt wird. Ich spreche natürlich von dem Update, wo bereits einige Charaktere von Avatar dem Spiel hinzugefügt wurden. Bisher ist der Kratos-Skin aber noch nicht wieder zurückgekommen. Hey Stan hatte Anfang April ja auch schon einen kleinen, ja, Teaser dazu geäußert, dass der Kratos-Skin auf jeden Fall wieder zurückkommen wird, denn er hat hier geschrieben, Avatar-Teaser ist gepostet, 100 Jahre sind vergangen, seitdem Kratos weg ist und jetzt kommt er bald wieder. Dann hat noch ein anderer User hier auf Twitter gepostet, Kratos kommt heute Nacht in den Itemshop rein. Also ich habe jetzt keine Begründung da gefunden, aber ich kann euch sicher sagen, der Skin wird in dieser Season noch rauskommen, denn er passt ja super auch zum Thema rein, also zur griechischen Mythologie. Und neben den Kratos-Skin gibt es ja auch einige Gerüchte über den Travis Scott-Skin. Ich hatte in der Vergangenheit da ja auch schon etliche Videos zu hochgeladen. Und wir können uns übrigens mal anschauen, wann der Kratos-Skin denn das erste Mal eigentlich dem Spiel hinzugefügt wurde. Ihr seht es hier nämlich, Kapitel 2 Season 5 war es soweit. Veröffentlichungsdatum 4. Dezember 2020 ist jetzt also schon über 4 Jahre her. Zuletzt gesehen dann am 19. März 2021 war er das letzte Mal im Itemshop, also jetzt vor 1117 Tagen. 33 Mal war er im Itemshop. Der Skin hat aber auch noch eine zweite Skin-Variante, ihr seht's, also ist auf jeden Fall ein Skin, der hier einiges zu bieten hat und vor allem auch hier natürlich diese Leviathan-Spitzhacke, die feiern auch viele, oder das ist eigentlich auch der Grund, würde ich mal behaupten, warum der Skin so beliebt ist, wie er jetzt gerade ist. Natürlich auch, weil er so selten geworden ist. Aber ihr wisst es, und ich habe sie immer wieder in meinen Videos mit vorgestellt, diese Spitzhacke ist auf jeden Fall eine richtig crazy, ja, Schwitzer-Spitzhacke. Und wir können hier auch nochmal schnell auf den Travis Scott-Skin schauen, denn ihr seht's, das erste Mal war er im Spiel, 22. April 2020, und zuletzt gesehen am 27. April 2020, also jetzt vor 1443 Tagen. Er war auch nur 6 Mal im Itemshop, deutlich weniger als der Kratos-Skin. Und hier gibt es auch noch eine zweite Skin-Variante, ihr seht's, aber die habt ihr sicherlich auch schon des Öfteren gesehen. Und bevor ich euch noch eine krasse Info zeige, die auch dann schon vielleicht verrät, wann der Kratos-Skin dann auf jeden Fall zurückkommen wird, wenn er heute Abend oder Nacht nicht wieder zurückkommen wird, dann ja, bleibt dran. Ich zeige euch nochmal eine Sache zum Black Widow Skin. Wollte ich euch einmal auch noch vorstellen, denn viele von euch haben ja auch gesagt, den Skin, den wird es nicht wieder in Fortnite geben, der kommt nicht wieder zurück. Und jetzt ist er dann am 29. November 2023 dann herausgekommen. Also war dann auch jetzt nur insgesamt, sehe ich, 11 Mal im Itemshop. Ist jetzt also nicht so häufig. Sogar noch weniger als der Kratos Skin dann im Itemshop war. Und war jetzt aber am 3. April 2024 das letzte Mal im Shop. Und wie gesagt, da haben auch viele gesagt, den Skin, der wird nicht wieder zurückkommen. Er ist aber wieder zurückgekommen. Und das ist natürlich der beste Beweis dafür, dass der Kratos und auch der Travis Scott Skin wieder zurückkommen werden. Und dann gibt es noch eine weitere Info, die ich extrem spannend finde. Und zwar hat ein sehr bekannter amerikanischer YouTuber auf Twitter gepostet,
dass er der Meinung ist, dass das Kratos-Paket am 20. April in den Fortnite-Item-Shop zurückkehrt. Da nämlich genau an dem Tag, also am 20. April 2018, God of War veröffentlicht wurde. Und so könnte es dann vielleicht ein Jubiläumsdrop sein. Macht in meinen Augen auf jeden Fall extrem viel Sinn, weil sowas muss auf jeden Fall gefeiert werden, wenn so ein Skin nach 4 Jahren mal wieder zurückkommt. Und würdet ihr euch, wenn ihr nur eine Möglichkeit hättet, euch die Leviathan-Spitzhacke kaufen oder den Travis Scott-Skin? Also Hashtag Leviathan oder Hashtag Travis mal in die Kommis. Vergesst auf jeden Fall nicht, wenn ihr euch irgendwas kaufen solltet im Item-Shop, mich mit meinem Creator-Code der Fruchtzweck zu unterstützen. Alle, die mich da supporten, die werde ich einfach in den nächsten Videos alle mal einblenden. Links kommt ihr jetzt noch zu einem Video, da habe ich euch 15 Triad-Skin-Kombis von beliebten Streamern vorgestellt. Und rechts gibt es ein Video zu Top 25 Battle Pass-Skins, die Fortnite-Pros lieben. Ansonsten war es das wieder mit diesem Video. Wir sehen uns im nächsten. Bis dahin. Tschüssli Müsli.